Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Dark Age of Camelot hier auf meinem Kanal im Stream. Ich möchte gerne heute meine Mine größer machen. Das heißt, ich werde jetzt gleich hier mit meiner jetzt im Moment 24er Mine ein bisschen was aufs Dach geben und gucken, dass die einige Level oben drauf kriegt. Im Moment bin ich bei mir im Haus. Ich würde sagen, wir gehen auch mal direkt ins Spiel, dann sieht man das auch etwas besser. So, wie gesagt, im Moment bin ich bei mir im Haus. Ich habe gerade noch ein bisschen meinen Händler aufgefüllt, bedingt durch den Necro und auch jetzt natürlich durch die Mine immer so das eine oder andere EP-Loot hier und dementsprechend EP-Loot ist, ja. Genau, so, das haben wir natürlich dann hier drin. Ein bisschen was reingebaut, schon wieder was rausgekauft worden. Hier sehe ich gerade, das geht hier weg wie warme Semmeln. Echt Wahnsinn. Okay, wir verschwinden hier an der Stelle und ich denke mal, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn wir zu Yalis Farm porten. Ich glaube, da war ich auch die in letzter Zeit schon mal. Turbo anmachen hier und dann geht das mal so ein Stückchen zurück hier den Weg und dann mal gucken, da gibt es nämlich auch EP-Loot, auch noch für mein Level und ich glaube, ich könnte da auch noch ein bisschen was von abgeben. Und zwar bei den Hennen und bei den, was sind die Pixies? Irgendwas mit, nee, irgendwas mit B, so kleine Viecher. Klein sind die alle. Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt hier wieder. Du hast deinen Reiter verloren. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier wieder so ein paar schicke Mobs. Wie groß sind die? Lila. Lila. Lila, nicht gut. Nicht gut für meine Größe. Zumal du mit Level 24 auch nicht sagen kannst, wie lila. Blau? Blau geht. Weiß nicht, wie groß die waren. Ich glaube, mit Level 28, 29 kann ich die wahrscheinlich machen, die Schweinchen. Ja, Booker hießen sie. Booker. Vielleicht gibt es Booker-mäßig was aufs Dach hier. Stehen da rum. Ist gelb. Ich will den als Pet nehmen? Nee. Hier gibt es was Besseres. Sogar was viel Besseres. Kloppt sich dadurch ein Ordi. Warum auch nicht? Sind genug Mobs da für alle. Werde ich erstmal ganz dezent schon mal auf Waffe wechseln hier. Gut. Ah, das scheint eine der größeren zu sein hier. Ist da noch was Gelbes? Ich glaube nicht mehr für mein Level, ne? Nee. Dann nehmen wir die. Ah, sehr nett. Dankeschön. So. Das Coole bei denen ist halt die Heilung und die Buffs bei Haus. Da geht was. Klar, ich könnte natürlich jetzt auch im RVR-Gebiet leben, aber oh, zu dicht dran vorbeigelaufen. Na gut, überzeugt. Kurz erklärt, dass das keine gute Idee war und weiter geht's. Da haben wir doch schon die erste Henne. Wie weit ist der weg? In der Olli. Okay. Das ist gut. Immer noch weiter nach hinten. Kommen wir uns hier nicht ins Gehege. Was ist das? Meine Henne, meine Henne. Komm, hopp. Hier.
Eine, eine? Oh. Ja, ich glaube, im RVR-Gebiet ist momentan relativ viel los und ich wollte es ein bisschen gemütlicher gestalten. Weiß ja nicht, was die vorhaben heute, ob die irgendwelche Raids machen, keine Ahnung. Und wäre übel, weißt du, wenn du hinter der Reliktwall bist und auf einmal rennen da 1000 Leute an dir vorbei, das warnt natürlich vor. Ja, was spielt ihr denn so Schönes? Auch auf Phoenix? Oder einfach nur interessiert an der etwas älteren Version von Dark und mal gucken, was so dabei rauskommt. Oh, mal gucken, was so dabei rauskommt, wenn der Yeshu hier Mobs klatscht oder wie. Da fällt mir gerade ein, das ist doch vollkommen egal, wie viel Leben ich habe. Ich habe doch einen Heiler. Cool. Also, wo ich drauf achten muss, ist Endo. Kommt ihr von hinten doch. Ja, ich habe mir tatsächlich mal den Live-Server wieder angeguckt. Das heißt, ich habe einfach mal spaßeshalber einen meiner alten Accounts angemeldet und habe mal einen Blick reingeworfen. Insbesondere, weil ich ja ein echter Fan des Necro eigentlich bin. Zumindest des ursprünglichen. Ja, was soll ich sagen? Ziemlich im Eimer das Teil, ne? Hat zwar viele Möglichkeiten dabei gekriegt, aber hat mit dem ursprünglichen Neko gar nichts mehr zu tun. Gar nicht. Da wenigstens, man hätte ja eine zweite Spielweise noch draufpacken können, finde ich jetzt da, weiß ich nicht. Von mir aus noch eine Linie mehr oder wie auch immer. Man kann ja sowieso nicht alle Linien skillen. Aber dass sie die ursprüngliche Spielweise komplett da eliminieren, fand ich doch schon sehr übel. Kannst dich da selbst in ein eigenes, in zwei Versionen deines eigenen Pets verwandeln. Kannst du noch? Du kannst dich in deine eigene Schattenform verwandeln als Necro. Aber bist dann trotzdem angreifbar. Hast du nur irgendwie andere Vorteile, irgendwie hältst du mehr aus oder was? Naja, und die Pets sind stärker, die du machst. Kannst du mehrere verschiedene Arten von Pets machen, wenn du jetzt nicht selbst als Pet rumläufst. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber für mich ist das nichts. Also wenn es das einer geil findet, aber ne, ich nicht. Hallo? Ach der? Was will denn der Kleine? Er kommt freiwillig und will mir seinen Spiegel geben. Ziemlich eitel, ne, wenn jeder einen Spiegel dabei hat. Oh, kaputt. Also Spiegel.
Der Level da hinten immer noch, gut. Sah gerade aus, als wäre der über die Henne gestolpert. So, den nehmen wir schon mal zur Seite. Der hat nämlich ganz spezielle Eigenschaften. Denn da gibt es irgendwo in genau in der Cornwall Station einen Jack Lenry, der sehr eitel ist und ganz viele Spiegel braucht. Und der lässt dafür EP springen. So. Face it. Und könnt ja mal kurz mein Ende vollringen. So kurz. Gut, dass in Doings immer so schnell wieder voll ist. Was lässt denn eigentlich der Jäger fallen? Lässt der auch was fallen? Wahrscheinlich nicht. Komm mal her. Einmal ein Jäger uns aufs Auge geben. Trifft ihn gar nicht. Ausgewichen, 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 unglaublich. Der lässt nicht wirklich was fallen, aber die Hennen sind heute auch ziemlich geizig. Aber mit den Eiern los. Zack. Rüber mit den Hahn, mit den Hahnfedern. Ich glaube, das ist, sind so Hahnfedern. Nicht Hennenfedern? Nee, Quatsch. Irgendwie Hennenhintern oder so. Upper Arsch von Henne abzugeben. Ich glaube, Servitrin oder so. Da sind sie doch. Genau. Ohne Chantel. So, Upper Arsch von Henne. So. Kabuka, Buka. Komm, Buka, Buka. Schon mal dabei sind. Prost, Kaffee. Man muss sich den Abend ja so gestalten, wie man ihn braucht. Und dazu gehört bei mir Kaffee und ey, ich habe mal was, ich habe mal in der Tanke was gefunden wieder. Das habe ich früher, habe ich das weggesoffen wie nichts, ne? Was ich kenne, hat einer von euch hier das Zeug? Meine Kamera, da. Flying Horse? Kennt das einer? Weiß ich nicht. Also ich habe das einfach mal wieder geholt. Arschlange her. Hoppala. Was ich das letzte Mal getrunken habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das schmeckt, aber
Das habe ich mir reingetan. Echt der Hammer. Sollte keine Schleichwerbung sein. Einfach nur, weil ich das lecker finde. Könnte ich hier mal aufmachen. Machen wir mal. Komm. Achtung. Knackt ein bisschen. Knackt ein bisschen. Knack. Boah. Boah, Dosen, ey. Laut. Dosen sind laut. So. Booker, Booker. Warum? Erste Bubble auf jeden Fall schon wieder voll. Was sagt eigentlich die Task? Anime Creators 7 auf 15, Humanoid Creators 1 und Magical Creators 5. Das sind glaube ich die Booker, die sind glaube ich Magical. Müssten. Und rennen die auch im Spiegel rum. Müsste da einer beigekommen sein. Jawohl, sind jetzt 6. Nun sind es 6. Zu der Hände hintern. So, komm her. Zack. Ich könnte ja mal hingehen. Dann sehe ich auch, was kommt. Kannst ja mal 10 Teile pro Level abgeben. Jetzt bin ich echt noch überlegen, ob ich, wenn ich hier wieder einigermaßen was voll habe, den Dingern, dann mal kurz abgeben gehe. 10 Stück müssten eigentlich so insgesamt müssten das dann 5 Level sein. 5 Level. 5 Level, ja, nein. Also, wenn ich 10 Teile abgebe, müssten es 5 Bubble sein. Bubble, nicht Level. Das ist natürlich krass. Und ja, ich denke mal, damit kann man dann schon was anfangen. 5 Level, ist klar. Ist klar, Yoshio, ist klar. Slash und der da. Opa Slash. Hinterher. Macht auch gleich noch ausbluten lassen. Ich glaube, ich habe schon. Ich weiß gar nicht, wie lange habe ich denn die Phoenix-Eier nicht mehr abgegeben mit dem hier? Ist auch schon ein bisschen her, ne? Oh je. Das Book hat ganz gewaltig. Ich glaube, ich muss mal ganz schnell hier was wegmachen. Weil, wenn das Vieh mich einmal. Oh, der greift auch, die greift die auch schon an. Weil jetzt kriege ich nämlich keine Heilung mehr, weil die Ameise angegriffen wird. Zack, das heißt schnell wechseln auf Booker Booker. Und jetzt kriege ich wieder Heilung. Hoffe ich. Soll sich mal selbst heilen, ey. Wahnsinnsvieh. So, erstmal raus hier aus dem Spot ein bisschen. Oh, ist glaube ich ganz gut. Was sie? Oh nein. Nein. Stand schon wieder Booker im Weg. Ey, die haben eine Spawnzeit hier, ne? Das ist der Wahnsinn. Kommst du gar nicht mit? Nächste bitte. Mal ein Stück raus, wie gesagt.
hinsetzen. Mal wieder ein bisschen voll werden lassen hier. Insgesamt 5 habe ich schon. Nochmal die Hälfte mehr und dann kann ich was abgeben. Oh, ist klar. Macht denn der Mann mit der Tür da hinten? Es. Lote gleich mitgenommen, unglaublich. So ist das. Mit meiner Festplatte hier noch recht gut bedient, wa? Aladdin? Ja. War klar. Die müssen immer so übertreiben. Ich finde, diese Schilder sehen immer aus wie eine Klotür. Ich kann es nicht ändern. Hat man auch im Live-Server immer gesagt. Zu geil. So, dann wollen wir. Hin? Hin? Ne, es ist nicht sein Grab. Dann ist der irgendwo anders hingegangen. Noch ein Bukka-Bukka. Nehme ich noch mit. Das finde ich aber bei Black Desert Online finde ich das so witzig. Wenn du da irgendwo reinläufst und an irgendwelchen vorbeiläufst und du rennst da durch. Dann sieht das immer so aus, dann gehen die mit Schultern so zur Seite, so puff, 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 als ob du die anrempelst. Das heißt, du hast eigentlich nicht wirklich einen Widerstand groß, kannst da so durchrennen, aber trotzdem rempelst du. Ja, finde ich ganz witzig gemacht. Ganz witzig gelöst bei dem Game. Warum erzähle ich das? Ach ja, genau. Weil dieses Spiel. Black Desert Online, jetzt bald für die PlayStation, also Beta läuft glaube ich schon und ich weiß gar nicht genau mehr wann. Ich meine, es sind noch ein paar Tage, bis das Spiel auf der PlayStation rauskommt. Erste Resümees aus dem Beta-Test habe ich schon gelesen. Das soll wohl eine, die Anzeigen sollen wohl etwas hinterherhängen, um es so zu sagen. Also wird die Performance noch nicht so ganz stimmen. Ich denke mal, dass sie das noch in den Griff kriegen werden. Und dann sollte es auch auf der PlayStation ein recht annehmbares Spiel sein. Weil sich dann gerade PlayStation-Besitzer nicht gerade einen super Hightech-Computer noch zulegen müssen. Musst du also nicht mehr voll den fetten Rechner anlegen, zulegen, damit du das spielen kannst. Oder damit du es in einer guten Grafik spielen kannst. Das Problem bei Black Desert ist ja immer schon gewesen, dass die Grafikelemente sehr, sehr aufwendig sind. Du brauchst also schon eine richtig fette Grafikkarte dafür. So.
Oder man muss halt mit verringerter Grafik leben. Nee, runterstellen. Noch den Kleinen schon mal, dass der meine Meise in Ruhe lässt. Kann die mich nämlich heilen. Aha. Anton Meise. Genannt Ameise. Nee, Ameise genannt. Oh nee, die nächste. So war's. Aber ich sollte gerne mal zusehen, dass ich hier wegkomme. Ist jetzt auf mir? Ich hoffe. Ich muss mal jetzt ein Stück weglaufen. Sonst habe ich gleich wieder 50 am Hintern. Was? Was? Nee, was denn? Jetzt aber doof. Der macht die meine Anton Meise tot, du. Ich dachte, die wäre auf mir gewesen, die Henne. Arschhenne. So was. Da gibt's jetzt einen. Ziehe ich hier jetzt den Hintern ab. So, ja, werde ich mir wohl was Neues holen. Nee, hat kein Handy da gegeben. Mahlzeit, Yoshi. Das ist mal wieder dumm gelaufen. Da knallt die mir mein Waffenmob weg. Was neutral? Ja. Durch den Frosch kann man durchlaufen. Und auch? Würfel sind, glaube ich, nicht neutral. Oh, grün, grün. Grün. Auch mal grün. Verdammt. Auch kein Grün. 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 Blau. Da hinten ist was Blaues. Muss ich den erstmal irgendwie da rauskriegen. Auch noch ein Blauer. Ah, ich nehme mal den da. Ja, nee. Ja, da war's. So, das machen wir jetzt ganz geschickt. Der war's? Der war's, ne? Nee. Ja, auch nicht. Hinlaufen. Locken, komm. Hier mit der weglaufen. So muss das. Sonst hast du immer gleich genau in dem Moment, wo du die halt, na, wo du die halt als Pet nimmst, hast du einen ganz halben Spot am Hintern. Deswegen locke ich die mal ganz gerne raus vorher, wenn die zu weit drin stehen. Ich höre mal kurzzeitig in DF. Und hab mir da ein Pet holen wollen und da stehen hier alle dicht an dicht. Kannst du voll in die Tonne hauen. Da musst du die wirklich, da musst du irgendwie mit dem Caster rausholen und dann am besten Stück weglaufen damit und dann Schaden. Nekro, da hinten.
kann auch hier vorne stehen. Ich muss nicht da hinten stehen. Hat sich schon durchgearbeitet nach hinten. Morbogi. Oh, vieles nicht mehr. Noch zwei Teilchen, dann kann ich mal was abgeben gehen. Sagen. So, das gab dann gleich noch Zusatz-EP, sehr schön. Und ich brauche immer noch zwei Teile. Von den alten Bukas. Oder von den Händen, das kannst du sehen, wie du willst. Oh, geh mal ruhig wieder so ein Stück darüber. Da warst du ja auch vorhin. Ne? Gemacht. Nett gemacht, lieber Yoshi. So ist das schön. Genug Viecher für alle da. Man sollte nur nicht auf einer Stelle stehen. Das ist schlecht. Guck mal, die Henne hat mich sogar in Ruhe gelassen. Cool. Ich dachte, die wäre jetzt auch direkt aggro hinter mir her. Aber die brauchen immer einen kurzen Moment, wenn die gerade auftauchen, um aggro zu werden. Das ist mein Vorteil hier. Die sind auch vom Live-Server geht das schneller. Da tauchen die auf und greifen eigentlich so, ist ziemlich instant an. Zumindest nicht ganz so verzögert wie hier. Ein bisschen schneller. Dafür spawnen die dann aber auch wesentlich langsamer. Da kannst du auch so eine Henne auch mal, wenn du sie weggemacht hast, keine Ahnung, eine Minute warten. Oder zwei. Und hier? Kannst dich gar nicht durchkämpfen. Bis du genügend gekillt hast, tauchen die quasi schon da auf, wo du kämpfst. Das hatte ich in dem FVR-Lobby versucht, um durchzukommen. Da stehen sie ja immer so in Dreiergrüppchen. Keine Chance. Zumindest nicht, wenn du nicht mindestens schon 50 bist. Sobald du den dritten weg hast, kommt der erste wieder. Kannst eigentlich nur durchlaufen, aber die haben da halt auch
So gut wie keine Argo-Range. Glück. Du musst schon wirklich sehr nah daneben stehen, bis die. Zack. So. Gibt's noch mal ein bisschen Magie aufs Auge. Zwei, drei Schläge, dann hat sie's. Und ich habe bald meine Hennenhintern zusammen. Na komm. So, kein Endo mehr. Ja, gut. Das erklärt es natürlich. Aber dafür habe ich noch ein bisschen Magie. Ein bisschen was machen. Zack. Henne. Komm mit. Felsensticken drauf. Ja, auch gleich schon wieder das halbe Level voll hier. Meine Güte, das geht ja ruckzuck. Aber von diesen Teilen habe ich bei den einzelnen jeweils 5 schon abgegeben. Aber nicht mit dem Level. Wie viel bräuchte ich denn hiervon noch bis ab? Phoenix Egg. 2900. Schon was. Sechs Spiegel und 4 Hintern. Gut. Die können wir auch nehmen. Ach, da sind sie. Ah, komm. Noch eine Henne mitnehmen hier. Hätte mal Glück. Habe ich noch ein überzähliges Teil. Außerdem weiß ich gar nicht genau, wie viel von was ich schon abgegeben habe. Es kann auch sein, dass ich von den Spiegeln nur noch 4 abgeben kann. Lieber ein Teil mehr. Immer noch nicht. Gruseliges Vieh. Buka will ich nicht mehr. Buka doof. Ich hätte gerne noch eine Henne. Was hast du es da hier geworden? Vollkommen egal. So, wechsel auf. Erstmal Moment. Erstmal wird das Pad hier. Dann wechsle ich auf. Da drauf. Mach Musik an. Und Volldampf. Weg hier. Kannst mir wenigstens nicht mehr angreifen. So schnell ist er nämlich nicht. Kaffee ist alle.
Man muss das Pferd dran glauben. So. So, wo stand denn der Kleine? Ich glaube da drin. Ich meine, der stand drin. Drin stand da. Und zwar nicht im Stall, sondern im Hauptgebäude. In der Kneipe. Zwei Bier bitte. Nein. Da, Jack Landry. Nehme ich. Der wollte die Spiegel haben. Eingebildet. Ah, siehst du, vier wollte er mir noch abnehmen. Vier Stück noch. Sehr nett. Sehr, sehr freundlich. Dankeschön. Wenn mich nicht alles täuscht, war Händen hintern bei der Vitrine. Genau, ja. Mal ein Stück reiten. Ah, Richtung West Cornwall. Glaube ich, ne, aber der Marsch. So. Avalon. Ist aber Marsch, Marsch. Hopp. Weiter geht's. Ja, dann werde ich es gleich mal versuchen mit der. Im RVR vielleicht mal versuchen. Also nicht im RVR, also nicht wirklich im Moment. Im RVR-Gebiet, aber nicht wirklich PvP. So, jetzt haben wir es, glaube ich. So, der Olm stand, glaube ich, irgendwo hier drin. Hallo, Gregor. Abwart für dich. Ah, guck mal. Und schon ein Up. Up geupt. Sehr schön. Direkt ein Bubble noch oben drauf. Wahnsinn. Okay. Das heißt. Es geht jetzt erstmal, Moment, ich rühre mal kurz einen Port. Brauche ich von hier aus nicht so weit latschen. Ich glaube, ein Port, da steht hier nämlich nicht. Schöner Name. Siendrachen. Mhm. In der Kamersin, sie besetzt. Schon eine sehr schöne Farbe. Unsere Gildenfarbe, also Rüstungsfarbe, sage ich jetzt mal, zusätzlich zum Gildenumhang, war eigentlich meistens Karmesinrot. Jawohl. Warum habe ich eigentlich nicht Karmesinrot? Passt nicht so gut zu Grau, ne? Aber egal. Ich glaube, die hole ich mir gleich mal. Mal ein bisschen was verticken, noch schnell. Bisschen hier den Invent frei machen, was ist hier? Hätte ja mal sein können. An die? 6-4 Punkte, Constitution. Quickness 5. Hat eine Wertung von 11,9 und meine hat. Constitution 8, Hits 9. Nee, das ist besser. Das, was ich da habe, ist viel, viel. Besser. Blade Armor kann ich sowieso nicht tragen. Das sollte ich vielleicht noch untersuchen. Quickness/Spirit. Was habe ich hier Schönes? Dex und Quickness. Okay, und hier? Stärke, Quickness, Stealth, Mill. Ja, ich glaube, ich werde mir die mal hier reinsetzen. Chain Armor. Kurz gucken.
ist gut. Stärke, Dex, Crush, Slash, All Melee Skills, Overall Skills. Hat die Mütze? Ja. Die Mütze ist eine Mütze. Das war's aber schon. Nein. Was? Nochmal Kette? Kettenbeinchen. 0,25, Dex 5, Constitution, Fitness, Hits. Was kann die? Gibt keinen großen Unterschied. Da kann ich auch anlassen. Ein 6, 8, Constitution 1, Hits 1. Eine Wertung von 11, noch was. Oben habe ich Stärke, Dex. Glaube ich, werde mal tauschen. So, Rest in die Tonne. Wiedersehen, 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 Wiedersehen. Ach schon. Cool. Okay. Kurz da oben bin ich im Haus vorbei, geht ja schnell. Schnell das überzählige Reloot hier rausschmeißen. Ja. Moment mal. Habe ich da vielleicht noch was von? Das sind keine Handhelds. Ne, 38 bis 48. Und die sind, glaube ich, auch höher gewesen, meine ich. Ja, bis 40. Und was kann die? Akora, 28 bis 40. Ah, gut, okay. Da bin ich noch nicht so ganz. If Crawler Leg, 42 bis 7. Wie? Idewitzka. 40 bis 50, das ist eine Hausnummer. Ein Booker-Spiel noch dazu packen hier. So. Und mal ganz dezent weg hier. Und hier. Mal fix in die Frontzone zum Trainer. Noch ein bisschen was abgeben. Ja, Isla. Der Wohlkeeper möchte das nicht. Der lagert das nur. Lagersack. So. Zeit. Rain of Midgard. Das ist auch ein schöner Titel. So, jetzt geht es auf jeden Fall erstmal weiter. Habe ich noch was zu heilen? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe was zu. Moment. Ich habe was zu supporten, aber im Erfeuer. Und zwar möchte ich gerne dorthin. Genau, ich gucke jetzt erstmal, was die hier so können. Die netten kleinen Insekten da. Wie groß seid ihr denn jetzt? Lila. Lila. Immer noch lila. Verflixt und zugenäht.
Ach nee. Lilali. Alles lila hier. Ja, natürlich. Ich bin natürlich hier im Safe Point, ne? Also kann gar nichts passieren. Überhaupt nichts. Es sei denn natürlich, irgendeiner hat beim Relic Trade hier ausgelockt. Dann hat er Chancen. Der Vorteil ist ja, du musst dich ja relativ lange vorher für ein bestimmtes Reich entscheiden, 12 Stunden und nur für einen Kill für einen 25er. Wird wohl niemand, der hier mal so kurz reinguckt, umloggen. So, nichts mehr. Ist ja gar kein Saft mehr drauf. Verflixt. Ja, also das ist jetzt aber, ich glaube, das ist doof. Das ist jetzt irgendwie ganz doof, muss ich sagen. Wir schauen mal in diesem Bereich. Oder waren die? War vorhin schon richtig, ne? Die stehen, glaube ich, hinter der anderen Relic Wall, mal. Im Level. Und das müssten diese Hennen sein. Ziemlich heftig groß, okay. Sag mal, wo willst du denn hin? Denk doch nach. Hier vorne steht er doch. Da ist er. Geht allerdings kein Warmap mehr auf, wenn man draufklickt. Dementsprechend mal. Hier sind die. Das heißt, ich werde jetzt von hier aus los. Der Weg ist kürzer. Hat mich ja durch. Fein gemacht. Oha. So, dann düsen wir mal hier lang. Ich glaube, das müsste hier schon der erste Wald müsste das sein. Rechte Seite. Ja. Einigermaßen. Blau,
Blau. Blau. Kriegst eine Blau. 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 Aus doof. Krieg ich ja keine Punkte für. Also keine Zusatzpunkte. Ja, dann habe ich hier wohl im Bach geschissen, würde ich sagen. Dann bewege ich mich mal ganz dezent woanders hin. Ora, 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 alles Ora. Da gibt's ja schon was Gelbes. Hätte gern ein Pet. Da rennt zum Beispiel ein Cover rum. Ora, Ora. Oh, die sind sehr viel zu klein. Grau. Das Problem, ob ich den Charme kann. Upsa! Wer bist du denn? Kleiner Ausreißer hier, wa? So. Mit Waffe geht's besser. Suche ich jetzt mal. Guck dir mal da raus. Bisschen weglaufen. Nur ein bisschen. Und dann Schamversuch. Daneben. Backe. Naja, solange jeder zweite funktioniert, geht's ja noch. Sonst kriegt er einen Schlag in den Nacken. Ja, Orangenscham, meine Güte. Da habe ich früher mal eine ganz spezielle Rüstung für gehabt und selbst da habe ich immer zwischendurch noch in den Nacken gekriegt. Oh nein. Ich hab ihn wieder. Alter Verwalter. Schnell mal Sitz machen. Nein. Was das? Was das? Nein! Mein Pet hat mich getötet! Ach, Aschpet. Verdammt!
Na gut. Das war fies. So, wo gehe ich denn dann hin? Wenn ich nicht dahin gehe, wo gehe ich denn dann hin? Ich würde sagen, das überlege ich mir jetzt, wo ich hingehe. Ich werde jetzt mal eine ganz kurze Pause einläuten hier an der Stelle und mir in der Zeit überlegen, wo ich meinen zarten Hintern hier parke zum Leveln, also zum Weiterleveln. Ich sage bis gleich in diesem Theater.